Responsible AI ist ein Kofferbegriff. Es gibt dafür sozusagen auch mehrere Begriffe. Dahinter steckt sozusagen ein Konzept und mehrere Facetten, von Sicherheitsfragen über Fragen der Qualität, über Fragen, wie lernen Modelle zum Beispiel weiter, wie entwickeln sich KI-Systeme weiter, bis hin zu dem großen Thema der KI-Governance, Modell-Governance, also aus welchen Quellen wurde der Algorithmus und letztendlich das KI-System trainiert, wer entscheidet darüber, wer hat überhaupt Zugriff. Das alles befindet sich sozusagen bis hin zu den ethischen Fragen in diesem Begriff und auch inzwischen könnte man sagen in einer Bewegung und fasst zusammen sozusagen den Anspruch, den man sich stellt als Gesellschaft, um mit dem Thema KI verantwortungsvoll und fair letztendlich im Sinne der Gesellschaft umzugehen. Also ich glaube, Bildung spielt bei Responsible AI eine ganz große Rolle, weil, wie gerade schon erläutert, Responsible AI entsprechend so viele Facetten hat und deshalb auch sehr, sehr viel Expertise braucht. Ja, also man muss Ahnung haben von den rechtlichen Rahmenbedingungen, man muss Ahnung haben von Softwarequalität, man muss natürlich Ahnung haben von KI. Aber diese ganzen Kompetenzen werden letztendlich sozusagen als Anspruch dann auch gebündelt durch diese, könnte man fast sagen, Bewegung der Responsible AI. Und deswegen brauchen wir dringend in diesen unterschiedlichen Disziplinen und in der Kulmination sozusagen dann in der Responsible AI natürlich Bildung, Bildungsformate und Wissensvermittlung. Also ich glaube, das Wichtige für die europäische Frage der KI-Nutzung und am Ende auch die proaktive Entscheidung, ja, dass Europa KI verantwortungsvoll einsetzen will, das ist ein Diskussionsprozess. Denn wir erleben aktuell, dass es noch sehr, sehr viele Mythen gibt, die sozusagen das ganze KI-Umfeld streifen und umgeben. Und es werden viele Diskussionen geführt, die eigentlich ziemlich substanzlos sind, beziehungsweise wirklich auf fehlerhaften Informationen beruhen. Und deswegen ist, glaube ich, der erste Schritt, dass wir mehr aufklären, was sind überhaupt KI-Systeme, was können sie sowohl im Positiven als auch im Negativen machen. Und wenn man das vermittelt hat, dann kann man sich natürlich in Europa auch eine sozusagen Richtung geben und sagen, was ist eigentlich, welche KI-Entwicklung ist auch mit unserem gesellschaftlichen Wertesystem, was ja auch Europa sich als Charta mal gegeben hat, vereinbar. Ja, was wollen wir und was wollen wir gerade auch nicht? Das heißt, auch die Entscheidung letztendlich, sich gegen bestimmte KI-Entwicklung in Anwendung zu entscheiden, ist natürlich mit so einem Weg und so einer letztendlichen, ja, so einer Richtung verbunden. Um Kompetenzen in der KI aufzubauen, macht es sicherlich Sinn, dass man sich mit den Grundlagen befasst, dass man ein Verständnis aufbaut, wie eigentlich Algorithmen funktionieren. Das muss nicht in komplexen sozusagen Algorithmen sein, sondern erstmal die Grundbausteine. Und dann würde ich unbedingt einen Methodenmix empfehlen von Lehr-Lern-Konzepten. Das heißt, dass ich sagen würde, es gibt inzwischen so viele gute Vorlesungen, die man sich im E-Learning, E-Education, E-Training-Bereich anschauen kann. Es gibt sehr gut gemachte Textbooks, es gibt sehr gut gemachte Use Cases, Material, wie beispielsweise auch vom KI Campus. Das heißt, es gibt eine Fülle an guten, gut kuratierten Informationsquellen. Und ich würde immer empfehlen, je nach Lerntyp, und ne, wir sind alle Menschen individuell, dann auch das sozusagen für sich selbst zu erfahren, was einen am besten und am effizientesten sozusagen die Wissensvermittlung auch ermöglicht. Also ich glaube, KI kann sinnvoll in allen möglichen Bildungssystemen eingesetzt werden. Wenn ich jetzt mal auf das Thema Hochschulbildung eingehe, dann haben wir ja in der Pandemie erlebt, dass man auf einmal eine ganz andere Situation, andere Rahmenbedingungen hat und darauf reagieren muss. Das heißt, KI kann Lehre und auch das Lernen deutlich adaptiver machen, anpassbarer an die äußeren Bedingungen, aber auch an sozusagen Faktoren, die beispielsweise in einer Pandemie dann auf einmal auftauchen. Auf der anderen Seite kann KI wirklich skalierbar Personalisierung der Lehre ermöglichen. Das heißt, das, was eigentlich so der Wunschtraum ist, ja, jeder hat seinen eigenen Lehrer, ja, oder vielleicht sogar nicht nur Lehrer, sondern einen Coach an der Seite, ja, der einen fordert, der einen aber auch fördert, der einen Tipps gibt, der sozusagen immer da ist.
Das ist mit KI möglich, wenn man sie gut implementiert und natürlich auch darauf achtet, dass das alles sicher und sozusagen nach Responsible AI-Kriterien auch implementiert ist. Also mein Eindruck von dem UFF ist, dass das wirklich eine super Institution inzwischen geworden ist. Ich hatte mal gehört, dass beim letzten Mal irgendwie knapp 3000 Leute sich eingeschaltet hatten, was ich total faszinierend finde und was auch zeigt, wie viel Bedarf man hat, ja, der wirklich aufgeklärten, faktenbasierten Kommunikation. Und was mir natürlich besonders gefällt, ich bin aus Hamburg angereist, treffe hier aber sofort auch auf einen KI-Freundeskreis, kann den erweitern, lerne neue Leute kennen und vor allem auch Lehrende und Experten, Expertinnen aus dem Bildungsbereich. Und ich finde einfach die Idee, dass es hybrid ist, dass es in andere Standorte ausstrahlt, finde ich großartig. Und ich glaube, wir brauchen mehr davon und mehr Reichweite zu erzeugen, hilft auf jeden Fall.